Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Manga-Sammlung. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach gleich mal los. Zuerst fangen wir an mit Scissor Sisters. Ist in zwei Bänden, ja, ich würde sagen, abgeschlossen. Normalerweise geht es, glaube ich, in Japan noch weiter, aber das wird nicht nach Deutschland kommen. Genau, in Scissor Sisters geht es um ein Mädchen, was den Traum hat, Friseurin zu werden, alle Friseursalons abklappert und in den Friseursalon von vier Schwestern, fünf Schwestern landet und dann erfährt, dass es eigentlich Magical Girls sind, die Haarmonster bekämpfen. Also es ist wirklich ziemlich witzig, der Manga. War ganz nett für zwischendurch. Dann geht es weiter mit One Piece Strong World. Das ist ja, der Manga oder Comic, Anime-Comic zum Anime-Film. Und weil ich den Film richtig gerne mag, habe ich mir den halt als Manga geholt. Und ja, dazu sage ich jetzt mal nicht so viel, weil ich glaube, viele, also eigentlich kennt fast jeder One Piece. Dann geht es weiter mit Scary Lessons von Emi Ishikawa. In Scary Lessons geht es um Yomi, die ausgerechnet den, der keine Farbseite hat, ziehe ich raus. Geht es um Yomi, die keinen Unterleib mehr hat. Und Yomi erzählt immer Gruselgeschichten und diese Geschichten haben es leider echt in sich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das schon so Geschichten sind, wo man eine Gänsehaut bekommt und wo man schon drüber nachdenkt. Also wirklich, wirklich sehr gut. Man erfährt natürlich auch viel über Yumi, warum sie dann eben kein Unterleib mehr hat und so. Aber ich hätte nie gedacht, also Scary Lessons ist wirklich die geilsten Geschichten vorm Einschlafen. Also wenn man natürlich Horror mag. Sonst sollte man es, glaube ich, erlassen. Dann geht es weiter mit Blue Friend von Fumi Eban. Das ist eine, also bis zum zweiten Band ist es eine Geschichte und der dritte Band hat eine andere Geschichte. Hier geht es um zwei Mädchen, die zusammen in eine Klasse kommen. Eine ist die Schulschönheit, jedoch sehr reserviert und die andere ist ja eher ein bisschen offener, spielt in einem Club mit und ja. Und in der dritten Geschichte kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, worum es da geht, aber war auch eine Geschichte zwischen zwei Mädchen und war ganz nett, aber war auch wirklich nur ganz nett. Dann geht es mit vier Einzelbänden von Hinasa Kurada weiter. Einmal von einer Blume, die ein Messer trägt, Sense and Sensibility, Kirschblut, Dead Friends Love Letters und Verzeihende Liebe. Von einer Blume, die ein Messer trägt, geht es um ein Mädchen, die ihren Lehrer stalkt und über Leichen geht, damit sie ihn bekommt. In Sensibility geht es um ein Mädchen, die ihren Freund über alles liebt, ihn jedoch mit seinem eigenen Bruder betrügt. In Kirschblut geht es um ein Mädchen, das von ihrer besten Freundin eine SMS bekommt, wo drin steht, hau ab. Und nächsten Tag kommt sie zur Schule und die Freundin hat sich umgebracht. Und dann versuchen sie rauszufinden, warum das denn wohl so ist. Dann Verzeihende Liebe, da geht es um mehrere Kurzgeschichten, die man nicht im Zug lesen sollte. Also hier geht es um mehrere Kurzgeschichten über, ja, keine Ahnung, über alles Mögliche. Also man sollte es hier definitiv nicht im Zug lesen, Leute, wirklich nicht. Dann geht es weiter mit Tsunadoki-i von Hinako Ashihara. Oder Ashihara. In Tsunadoki-i geht es um N. N ist von einer Großstadt, ich meine sogar von Tokio, auf Land gezogen mit ihrer Mutter zusammen, weil sich ihre Eltern getrennt haben. Und genau, sie freundet sich ziemlich schnell mit Daiki an. Und wir werden richtig gute Freunde. Eines Tages bringt sich die Mutter halt um. Und N bleibt alleine zurück mit ihren Großeltern. Und genau, verarbeitet das nie wirklich gut. Aber im größten Teil geht es bei Tsunadoki-i darum, um die Liebesgeschichte zwischen Daiki und N, die viele Höhen und Tiefen haben, die eine Trennung hat und ist wirklich schön, aber es ist halt eine sehr ruhige Geschichte mit viel Text und es ist sehr schön, aber wie gesagt, sehr ruhig. Mir hat es gut gefallen und
Dann geht es weiter mit Peace, auch von Hinako Ashihara. Hier geht es um Mitsuho, die auf die Beerdigung von ihrer Klassenkameradin Haruka geht, mit der sie allerdings nicht so viel zu tun hat, weil Haruka eher düster war und keiner hat sich so wirklich um sie geschert. Allerdings kommt dann auf der Beerdigung die Mutter von Haruka zu ihr und bedankt sich für die wunderbare Freundschaft. Daraufhin möchte Mizuho erfahren, was mit Haruka passiert ist. Und ja, dann geht das Detektivspiel los. Peace ist ein wirklich sehr guter Manga. Mit auch vielen Wendungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich fand ihn sehr gut und kann ihn auch nur empfehlen. Und dann geht es weiter im nächsten Regal. So, dann geht es weiter mit einer ziemlich langen Reihe. Und zwar mit Rave von Hiromashima. Hiromashima werden wohl die meisten von Fairy Tail kennen, da kommen wir auch noch gleich zu. Auf jeden Fall war Rave die vorige Reihe von Fairy Tail von ihm. Und genau, in Rave geht es um den jungen Haru, der mit seiner Schwester auf einer Insel lebt. Und eines Tages findet er dort einen kleinen Schneemannhund, diesen hier, Plu. Und kurz danach taucht ein alter Mann auf, der Shiba heißt und behauptet, Plu schon lange zu suchen, weil er der Rave Master ist und Plu ist so gesehen der Bändiger, also ja, doch der Bändiger vom Rave Schwert. Und genau, aber Haru möchte Plu halt nicht hergeben und irgendwie geraten sie dann in einen Kampf und Shiba erkennt dann, dass sein Rave Schwert nicht mehr funktioniert, also dass das Schwert im Kampf völlig wirkungslos ist. Und genau, Haru erbt dann so gesehen seine Kraft und wird der nächste Rave Master und ist dazu verpflichtet, die Welt vor den Darkbringern, ich weiß nicht, wie sie es genau aussprechen, zu beschützen und muss alle 5 Rave Steine einsammeln. Und zusammen mit dem Schneemannhund Plu macht er sich dann auf den Weg. Und auf dem Weg lernt er dann noch Ellie kennen, die hier mit drauf ist. Genau, und diese hat ihr Gedächtnis verloren und reist dann mit Haru um, so ihr Gedächtnis wieder zu erlangen. Und genau, also ich muss sagen, ich finde Rave viel, viel besser als Fairy Tail, einfach weil die Story ein bisschen ernster ist. Jetzt natürlich, sie ist auch, hat auch natürlich diesen Humor, den Hiromashima einfach hat, aber sie ist halt nicht so lächerlich bei den Charakteren her, also es gibt auch Fanservice in dieser Reihe, aber es ist halt nicht so ständig vorhanden. Und es gibt halt auch eine Liebesgeschichte da. Und ich muss sagen, ich mag den Protagonisten Haru viel, viel lieber als Natsu, weil Haru einfach so ein total herzlicher Typ ist. Und genau, deswegen, ich finde Rave super toll. Falls ihr sie kriegt, ich weiß, sie ist unheimlich schwer zu bekommen, die Reihe. Und ihr seht die günstig irgendwo, dann greift auf jeden Fall zu, weil sie ist es wirklich, wirklich, wirklich wert. Genau, und dann geht es auch weiter mit Fairy Tail, wo im nächsten Regal auch nur die anderen Bände stehen. Deswegen würde ich schnell ins nächste Regal switchen, einen Moment. Hier sind dann auch die anderen Fairy Tail Bände und Fairy Tail Plus. Genau, eigentlich glaube ich auch fast, dass jeder Fairy Tail kennt. In Fairy Tail geht es um eine Gilde namens Fairy Tail, wo auch die junge Lucy mit eintreten möchte. Das ist sie hier auf dem Cover. Und auf dem Weg dorthin trifft sie den Dragon Slayer Natsu. Und genau, mit dem reist sie dann mit in die Gilde und lernt dann noch mehr Leute kennen. Und sie erleben Abenteuer. Und es geht auch wieder mal um viel mehr. Auf jeden Fall ist Fairy Tail, also am Anfang fand ich ihn große Klasse. Leider finde ich am Ende, finde ich, dass er echt schwach geworden ist. Also ich mag den Zeichenstil auch nicht mehr so gerne wie am Anfang. Ich finde an sich Fanservice nicht schlimmer. Ich habe das Gefühl, Fairy Tail zielt nur noch auf das ab. Und ja, also wie gesagt, also für mich ist er nicht mehr wirklich was. Ich weiß, dass er jetzt mit 63 Bänden abgeschlossen ist. Ich hoffe, es kommt noch was Gutes. Und genau. Das war's dann auch mit dem dritten Teil von meinem Manga-Video und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.